Servus, grüezi, hallo und moin moin. Heute mal wieder hier aus Bremen zu einem Cardus Restauranttest Update. Ich gehe heute Abend essen und zwar heute begleitet mich Chantal. Hallo. Ja, und wo sind wir? Wir sind in Bremen Osterholz, genau genommen Osterholz Teneva, und wir haben im City for Two Heft gefunden Restaurant Kaskade. Genau genommen ist es das Vereinsheim des, glaube ich, das Vereinsheim des, heißt das OT, Sportverein Teneva, Osterholz Teneva. Da steht es ja. Turnus-Sportverein Osterholz Teneva. Das war wohl das Vereinsheim. Kann man das hier erkennen? Ja, also es ist ziemlich dunkel, aber darum ist es ja in dem Gebäude auch schön hell. Aber ich fürchte, wir sind die einzigen Gäste. Aber wir gucken mal. Wir schauen mal eben in die Karte. Wir haben angemeldet City for Two, zwei Personen. Und meine Hündin Sanhe. Und wir schauen mal, was wir zu erwarten haben. Blick in die Karte. Ja, das ist wieder Friedhof der Kuscheltiere und der Insekten. So sehen einige, viele Außenrestaurant-Aushangkartenkästen aus. Wenn so die Küche aussieht wie der Kasten, dann guten Appetit. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir gucken mal, was wir zu erwarten haben. Alles Weitere nach dem Intro. Hey, hallo. Das ist ja kuschelig hier. Vater, so ein bisschen. Nein, alles gut. Jetzt kannst du dann eine Pizza aufnehmen. Ja, aber das ist später mehr. Das ist ganz hier. Ganz kuschelig hier. Hier. Willkommen, willkommen im Restaurant. Wo steht der Name noch? Kaskade oder wie heißt das Ding? So, wir sind. Kaskade, ja. Kaskade, wo hast du das gelesen? Steht das da draußen drauf? Nee. Wir sind im Restaurant Kaskade, hier in Bremen, Chevermore, Teneva. Außen ziemlich rustikal. Ist halt so eine Vereinssportgeschichte. Aber der erste Eindruck hier drinnen. Kuschelig warm, nette Tische, nett eingedeckt. Sehr freundlich. Und jetzt müssen wir mal eben die Spielregeln durchgucken. Ich weiß, da ist es. Restaurant Kaskade. Waliserstraße 117 28 325 Bremen. www.kaskade-bremen.de. Fisch, Fleischgerichte, Burgerschnitzel, große Weinauswahl. Zwei für ein Hauptgericht bis 12 Euro. Sie bestellen zwei Hauptgerichte und das günstigere bis 12 Euro ist kostenlos. Wenn es teurer ist, hat er eben gerade erzählt, zieht er 12 Euro ab. So, das sieht erstmal schon gut aus. Karte sieht auch akkurat aus. Und ja, erster Eindruck war ja natürlich draußen die Menükarte. Die nicht so schön. Das sieht man so manchmal nicht, man ist dann betriebsblind. Aber sonst von den Farben her alles nett gemacht hier, finde ich, ja. Das ist Chantal. Hallo. Und wir suchen uns jetzt mal was Nettes zum Essen aus und gucken mal, was uns weiter erwartet. Und ja, wir machen erstmal einen Schnitt. Bis gleich. So, erste Eindrücke von der Karte. Was? Akkurat gemacht, schwarz auf weiß, kann man gut lesen. Und keine Zahlen. Herrlich. Wunderbar. Und von allem immer so drei, vier Gerichte. Das heißt, ich überschlage mal eben, wie viel haben wir denn insgesamt hier? 2, 4, 6, 10. So, unser Getränk kommt auch schon. Alkoholfrei. Alkohol, wunderbar, danke. Schauen wir mal, erster Eindruck sieht gut aus. So, jetzt haut die Chantal mich gerade weg. Denn die Chantal bestellt gerade ein Sex on the Beach. Jesus Maria, jetzt wollen wir mal gucken, wie hier ein Sex on the Beach produziert wird. Jetzt weiß ich auch, warum sie mich gefragt hat, ob man alles trinken kann. Ja klar, so, gucken wir mal.
So, jetzt gucken wir mal. Jetzt hat der Kollege an der Bar sich einen Sack Eis besorgt. Das ist natürlich immer so eine Sache. Mise en place an der Bar ist natürlich eine schwierige Nummer. Wenn ein Cocktail kommt, oh, jetzt gucken wir mal, was für ein Glas er da nimmt. So, ich nehme sie jetzt auf, wenn Sie wollen. Den darf ich dann, den Herrn brauchen wir nicht aufnehmen. Der gehört nicht zum Haus. Oder der will ja nicht berührt werden. So, das ist jetzt nicht gemeint von mir, dass Sex on the Beach bestellt ist, sondern das hat meine Begleitung sich gewünscht. Wir gucken mal eben. Oh. Ja, also sehr nett. Naja, sieht aber eher aus wie ein Tequila Sunrise. Und das ist jetzt ein Getränk, das hat der Kollege im Glas aufgebaut. Fachlich völlig falsch. Immer wenn Säfte oder Sirups dazu gehören, dann wird ein Mixgetränk im Schüttelbecher geschüttelt oder auch geshaked. Maracuja-Saft gehört da gar nicht rein. Aber egal, die Spiritosen waren schon richtig, aber er hat das nicht gemacht. Ich will das gar nicht abkanzeln. Aber schön wäre es, wenn er das Ding jetzt irgendwie zum Beispiel OT-Sex auf dem Fußballfeld genannt hätte. Dann wäre das wieder sein Drink gewesen, wäre es sein eigener Fernsehdrink gewesen. Wenn er den jetzt aber bezeichnet mit Sex on the Beach, dann muss das auch ein Sex on the Beach sein, genau wie er in Miami oder in Melbourne oder in Mönchengladbach oder hier in Osterholz-Teneva. Muss alles gleich sein. Das ist der Grund, warum Mixgetränke oder auch Essen sogenannte Garniturbezeichnungen haben. Das heißt, alles, wo ein Name drauf ist, das ist standardisiert und das müsste in der ganzen Welt gleich sein. So ein Sex on the Beach oder auch ein Wiener Schnitzel, was ich in der letzten Sendung schon hatte. Aber alles gut. Karte ist gut zu lesen. Wir gucken mal. Weißt du schon, was du möchtest? Eine echt riesige Weinkarte, auch gut geschrieben und außerordentlich. Also das hätte ich jetzt so wirklich nicht erwartet. So, jetzt probier mal deinen Drink. Ich? Ja, du probierst. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Guck mal. Warum? Das war meine Orangenscheibe. Ja, okay, das ist... Ja, ich probiere da mal. Er hat auch die Personaleiszange genommen. Das ist diese hier. Darf man eigentlich nicht. Aber egal. Wir gucken mal weiter. Willst du mal geschmacklich mal? Komm, probier. Ja, ich probiere mal den Sex on the Beach. So, was erkennt der Laie jetzt an dem Getränk? Das ist wie ein Sunrise. Das heißt, unten ist er rot, oben ist er gelb. Das heißt, du gehst mit dem Strohhalm rein. Und dann ziehst du dir erstmal das Knüppelsüße, den knüppelsüßen Sirup rein. Und der Rest geht also da. Müssen wir leider Punkt abziehen. Aber wir sind ja zum Essen gekommen und nicht, weil wir einen Getränkecocktail checken wollen. Genau. Und wir gucken jetzt mal, jetzt gehen wir zum Schritt ein weiter Essenbestellung. Alles Weitere gleich. Yeah. Zum Wohl. Prost. So, das Amis Girl ist gekommen, beziehungsweise quasi... Der Gruß aus der Küche. Hier handelt es sich nicht um ein Amis Girl im klassischen Sinne, sondern um Brot und Butter. Aioli, was hat er noch gesagt? Was war das? Und Pesto. Ja, Basilikum-Pesto. Und ganz locker, flockig hier. Ja, total heiße Brötchen, Pizzabrötchen. Das sieht gut aus. Das. Mhm. Ja, da kann man erstmal nicht meckern, das ist okay. Warten wir auf den Hauptgang. Hat auch nicht lange gedauert, von der Bestellung bis zum Amis Girl oder bis zum Küchengruß vielleicht. 3-4 Minuten. 5. Nicht mehr. Bis jetzt alles nett. So, Zwischenmeldung vom Essen. Ich habe mir das Iberico Schweinerücken ausgesucht. In Rotwein-Pflaumensoße. Und ich muss sagen, ganz lecker. Das schmeckt wirklich sehr angenehm. Ferner Beilagensalat dabei. Dann habe ich das Ratatouille-Gemüse extra bestellt und Rosmarinkartoffeln dabei. Und essentechnisch wirklich lecker. Zum Preis von 15,90 Euro. Ich glaube, das ist auch für die Portionsgröße ein absolut guter Preis. Alles in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal, was Chantal auf dem Teller hat. Die hat sich das Hähnchensalz in Bocca. Hähnchenbrustfilet an Salbei-Schinken-Mantel mit Weißwein-Buttersoße. Das sieht so aus. Und, was sagst du? Ich finde es echt super lecker. Also, mir schmeckt es wunderbar. Die Soße ist echt klasse. Das Fleisch ist lecker. Gut. Und der Salat hat Fuß, ja.
Also ich kann mich nicht beschweren. Alles, wir essen einfach weiter. Sehr gut. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier, das Vereinsarchiv mit den ganzen Ehrentafeln und Pokalen und Kerzen, nett gemacht, wirklich nett gemacht. So, hier können wir natürlich nicht verschweigen, dass wir in einer Sportanlage sind. Gucken wir mal, das muss man einfach ein bisschen anders bewerten. Na klar, ja, die Toiletten hier sind typisch wie in einer Sporthalle. Aber naja, gut, mit stylischen Waschbecken. So, das ist eine besondere Konstellation. Nicht gemütlich, hier möchte man auch kein Wochenende verbringen, aber trotzdem, das ist die Sporthalle mit dem nettesten Spiegel. Nee, also für die Sachen gut gemacht, toll, muss ich sagen. Dafür, dass das ein Vereinsheim ist, wo es sonst eigentlich immer nur Currywurst, Pommes frites gibt seit vielen, vielen Jahren in solchen Einrichtungen, haben die das hier sehr nett, gemacht. Und auch das hier sieht nett aus. Also, ja, gibt es wirklich nichts zu mäkeln, kann ich sagen. Das war in Ordnung. Hier kann man lecker essen. Sehr schön. Kleines Resümee oder Ergebnis wäre nochmal vor der Tür. Danke. Jo, das war das Restaurant Kaskade hier in Bremen-Osterholz, genau genommen Schewemoor. Ich muss mal sehen, dass ich hier ein bisschen mehr Licht bekomme. So, da kann man mich besser sehen. Komm mal rüber zu mir. So, ich muss sagen, das war wirklich besser als erwartet. Erster Eindruck von dem Gebäude von draußen, erster Eindruck war nicht so klasse. Essen war wirklich lecker. Ja, ja, ne? Es war sehr lecker. So. Nett eingerichtet, wirklich auch gemütlich eingerichtet. Nach den Möglichkeiten, die man natürlich hier mit dem Gebäude hat. Das ist natürlich eine alte Sporthalle. Und das ist das alte Vereinsheim. Aber Respekt, gut gemacht, toll, lecker, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und ich muss sagen, für mich ist das ein echter Tipp. Hier kann man, ja, wenn man mal gut bürgerlich oder auch gut essen möchte, ja, kann man wirklich gut hingehen. Also alles nett. Wie gesagt, immer mein Lieblingsspruch, nicht das Restaurant fürs erste Date, aber fürs zweite mit Sicherheit. Oder wenn man schon länger zusammen ist, kann man sagen, Mensch, dann gehen wir mal gut essen. So, das war's von mir. Danke, dass du mitgegessen hast. Und wir sehen uns morgen, wenn ihr wollt. Ich werde auf jeden Fall morgen wieder essen gehen und ich habe auch schon einen Gast. Und wer das ist, das erfahrt ihr morgen beim nächsten Date. Und wo wir essen gehen, man weiß es noch nicht, aber ich habe schon eine Idee. Alles klar, danke fürs Zuschauen. Bis morgen oder die Tage hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Und ich schalte zurück zu der Sendezentrale, nach YouTube. Yeah! Tschüss! Sag ich, komm! Wir müssen los! Tschüss!